Bierbauern sind wir eigentlich schon seit 98, kann man sagen, nächstes Jahr 20 Jahre. Und die solidarische Landwirtschaft betreiben wir jetzt seit 3 Jahren. In der solidarischen Landwirtschaft gibt es viele Varianten und in dem Fall bei uns ist eigentlich Finz ausgegangen, dass wir einfach das Angebot machen, produzieren und halt die Leute können die Produkte noch am Hof holen und ja, zahlen voraus und kriegen das, was als saisonal oder aktuell wächst. Die Leute haben eigentlich gut reagiert, weil eigentlich das schon etwas ist, was eigentlich viele suchen, weil viele wollen einfach weg von den Vorgefertigten, was es halt in die Läden drinnen gibt. Oder die anonymen Sachen, wo niemand weiß, eigentlich woher es kommt, was da passiert ist. Und so sehen sie halt ein Gesicht hinter dem Produkt. Ja, der Vorteil ist eigentlich auch, dass die Leute erstens einmal sagen, schmeckt es oder schmeckt es nicht. Oder möchten sie etwas mehr oder möchten sie etwas weniger oder welche Kulturen möchten sie. Und so sind wir eigentlich auch froh, weil dass die Leute sagen, welche Wünsche sie haben. Ja, für das System her ist eigentlich wichtig, dass wir als Bauern wissen, dass die Leute zufrieden sind und dass sie halt mit den Produkten glücklich sein. Aber gleichzeitig ist ja wichtig, dass die Konsumenten wissen, dass sie uns unterstützen. Und, vielleicht auch wissen, dass es uns gut geht mit der Arbeit. Ein wichtiger Punkt ist einfach im ganzen System, dass die Leute einfach wieder bewusster mitdenken, woher das kommt, wie es umgebaut wird und wem sie da unterstützen und was es eigentlich wert ist. Sagen wir, weil, um einen gerechten Lohn zu kriegen, ist das, was oft auf dem Markt verkauft wird, absolut nicht sinnvoll oder halt nicht ausreichend.